Ja, sehr schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Chris, ganz einfach, Merkelbach ist zu kompliziert. An der Uni sagen die Studenten zu vielen Professoren auch einfach nur den Vornamen. Das ist völlig in Ordnung, weil wir nämlich dann alles Wissenschaftler sind. Ja, also Chris oder von mir aus auch Dr. Chris, wenn euch das gefällt. Aber das ist ganz einfach. Ja, jetzt bin ich vor ein paar Jahren gefragt worden, so von wegen Geheimsprachen. Und für Geheimsprachen gibt es ja eine ganz, ganz lange Geschichte. Wer weiß denn, was die erste Geheimsprache war? Hat schon mal jemand von euch was gehört, was zum allerersten Mal als Geheimsprache genutzt wurde? Hat das schon mal jemand was gehört von euch? Das habt ihr alle. Das habt ihr alle. Da sind Geheimsprachen gemacht worden. Ja. Irgendwelche Geräusche, glaube ich. Irgendwo, nein, leider keine Geräusche. Die kommen erst später, die Geräusche. Das ist nämlich jetzt irgendwie, wir müssen noch ganz, ganz weit zurück. Ja, bitteschön. Mit Bewegungen. Und Zeichen. Nee, auch nicht, weil damals hatte man noch, das war, ich spreche jetzt von mindestens 500 vor Christus Geburt, also fast vor 2500 Jahren. Was man da nämlich gemacht hat, da hat es nämlich bei den Soldaten so Läufer gegeben. Die konnten laufen, ziemlich weit. Ja, du. Finger? Finger? Nee, aber die brauchen wir gleich, die Finger. Die Finger brauchen wir nämlich gleich. Da kommen wir nämlich heute auch noch zu den Fingern. Was die früher gemacht haben, da hatten die Männer, die Soldaten, hatten längere Haare. Und was die gemacht haben, die haben die Haare hochgehalten und haben sich dann in die Haare das Geheimzeichen oder die Geheimschrift, die Schrift reingemacht. Und dann ist er los und ist gelaufen, mal 42 Kilometer und hat so die Nachricht überbracht. Ja. Und da die ja alle lange Haare hatten, wussten keiner irgendwie, dass der in den Haaren was einrasiert hat. So, das war die erste, allererste Idee von Geheimschrift. Man hat natürlich immer probiert, von einer Stadt in die andere Stadt irgendwie, ja bitte? Und wie konnte man das dann wieder rausmachen? Nur, das hat man gar nicht rausgemacht. Die Haare sind ja nachgewachsen. Ne? Die Haare sind dann irgendwann nachgewachsen. Der ist einfach nur dahin gelaufen. Dann hat der Chef sich das angeguckt und hat gedacht, aha, das ist die Information, die ich brauche. Und dann hat er sich einen anderen Soldaten geschnappt und hat dem eine Antwort hinten in die Haare reingeschnitten und hat gesagt, so, jetzt läufst du zurück. Musst dir also vorstellen, so, ich will jetzt eine Information nach Frankfurt bringen und ich halte jetzt deine Haare hoch, schreib da hinten was rein. Genau so, aber freundlich hochhalten und bitte nicht ausprobieren zu Hause. Genau, und dann sage ich so, jetzt lauf mal kurz nach Frankfurt auf den Römer und da gibt es dann irgendjemanden, der auf deine Nachricht wartet. Ja, und dann schickt der jemand anderen zurück und sagt, schick dem Chris mal die andere Nachricht zurück und der musste dann auch laufen. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Man hat also immer überlegt, so wie kann man geheime Nachrichten bringen. Und vor allem geheime Nachrichten haben ja immer was mit Politik zu tun. Es sind immer Informationen, die jemand anders nicht mitkriegen darf. Wir hatten von euch Asterix und Obelix gelesen. Immerhin, eine ganze Menge Asterix und Obelix kennen schon eine ganze Leute. Das war ja dieses kleine gallische Dorf im Römischen Reich. Und die mussten ja auch immer, gut, die hatten natürlich diesen Asterix und Obelix, die irgendwie den Zaubertrank gemacht haben und dadurch sind. Miraculix hat den Zaubertrank gemacht, genau, aber die beiden... Obelix ist in den Zaubertrank reingefallen, Asterix trinkt ihn immer, genau. Aber das hatten die richtigen Römer jetzt noch nicht oder die richtigen Leute nicht, also mussten sie gucken, dass sie Geheimnachrichten irgendwo hinbringen konnten. Man hat also probiert, Texte in Schuhen zu verstecken, auch irgendwo, auch in der Nase zu verstecken. Was auch nicht sonderlich angenehm ist irgendwie, aber hat man auch gemacht. Und ja, da mussten die auf der anderen Seite halt diese Nachricht rausrücken. Jetzt haben natürlich viele Leute überlegt, wie kann man richtige Geheimschriften machen, die der andere auch überhaupt nicht lesen kann. Und dafür haben wir heute so ein paar Sachen dabei. Was ist das? Milch. Das ist Milch, genau. Das probieren wir gleich mal ein bisschen mit der Milch. Dann habe ich hier... Das ist was? Ein Keyboard. Ein Keyboard, genau. Ein Keyboard, was sich anhört wie ein schlechtes Klavier. Ja? Ein Bügeleisen. Ein Bügeleisen, genau. Ich weiß, wie es auch da ist.
Genau, das werden wir gleich machen. Und? Ich weiß den Trick schon mit der Milch und dem Bügeleisen. Du weißt den Trick schon? Ja. Ah ja, gut. Man wunderbar. Den Trick kennen also alle schon. Man füllt die Milch entweder in einen Stift oder kippt die drauf. Und dann schreibt man mit dem Stift eine Nachricht aufs Blatt Papier, die man dann nicht lesen kann. Und ja, dann, wenn man die bügelt, wird die Milch braun und man kann es lesen. Mhm. Und warum wird die Milch braun? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Gut. Die Milch wird braun, ja? Wenn man sie erhitzt, also wenn man eine Flamme dran hält. Ja, aber das mit der Flamme dran halten, macht ihr bitte nicht zu Hause, ja? Und auch mit dem Bügeleisen nur, wenn Mama oder Papa dabei ist oder wenn Papa dabei ist. Es geht auch mit Zitronensaft, genau, das geht auch mit Zitronensaft. Mit Zitronensaft habe ich heute keinen mitgebracht. Ich habe jetzt erstmal nur Milch mitgebracht. So, wir sind ja jetzt natürlich an der Uni. Und jetzt fangen wir mal so ein bisschen an. Was steht denn da? Sollen wir den richtigen Satz oder einfach nur die Buchstaben vorlesen? Nicht die Buchstaben, den richtigen Satz mal vorlesen. Haben alle, wartet mal kurz, haben alle verstanden, wie gelesen wird, wie man das lesen kann? Ja, lass die anderen auch mal langsam gucken. Was kann man da machen? Ja, mal gucken, immer mehr Leute, immer mehr. Die Kinder mal ein bisschen knobeln lassen. Wie kann man das denn machen? Wer möchte mal überlegen? Erstmal überlegen. Wer es hat, zeigt einfach mal auf. Wer es noch nicht hat, überlegt mal langsam weiter. Ja, du im grünen Pullover, sag mal, was steht da? Geheimsprachen des letzten Sachen. Geheimsprachen, wer kann es weiterlesen? Kann man knacken. Geheimsprachen kann man knacken, genau, da hinten steht dann knacken. So. Das ist jetzt eine ganz einfache Geheimsprache. Ja. Da braucht man nicht viel überlegen, muss man einfach nur rückwärts lesen. Und wenn man das ein bisschen geübt hat, kann man das übrigens ganz, ganz schnell machen. Das ist übrigens auch ein ganz toller Tipp. Ich habe ja eben, Herr Hoschek hat ja gesagt, dass ich am Sprachenzentrum hier arbeite. Das ist übrigens ein ganz toller Tipp, wenn ihr mal Vokabeln lernen wollt, dass er die falsch rum aufschreibt und dann liest. So könnt ihr das rückwärts lesen und könnt das alles besser behalten. Weil wenn man rückwärts liest, muss man sich ein bisschen mehr anstrengen im Kopf. Aber hier ist es eine Geheimsprache und ja, da kann man jetzt ein bisschen was machen. Aber das ist natürlich auch einfach, genau, total einfach und braucht man nicht. Aber das Ganze wird nachher immer, immer schwieriger. Wir haben ja so über die Jahre hinweg so ein paar Sachen entwickelt. Wir wollen also eine geheime Kommunikation machen. Geheime Kommunikation, und jetzt ist es wichtig hier für die Uni, dass wir hier so ein bisschen uns mal das Ganze in verschiedene Ordnungen bringen. Wir haben einmal Steganographie und einmal Kryptologie. Wer kennt das Wort Steganographie? Und von den Papas und Mamas? Einer kennt es, wunderbar, sehr schön. Verstecken von Informationen in anderen Sachen. Genau, Verstecken von Informationen. Bildensprache. Genau. Und dann haben wir Kryptologie. Also wir machen hier erstmal bei der Steganographie Sachen unsichtbar. Das haben wir eben mal gehört, schon mit der Milch, dass wir die Sachen unsichtbar machen. Und jetzt bei der Kryptologie, machen wir erstmal Kryptologie später, erstmal hier unsichtbar machen. So, jetzt probieren wir das mal alle. Wenn das noch nicht alle probiert haben. So, kommt ihr mal nach vorne. So, reihenweise. Die Kinder müssen jetzt ein bisschen sich bewegen und probieren und überhaupt. Ich habe hier kleine Zettelchen. Und da könnt ihr alle jetzt was mal drauf schreiben. Upsala, so. Können wir den Namen schreiben? Ihr könnt zum Beispiel euren Namen schreiben. Ihr steckt das hier einfach rein in die Milch und schreibt dann euren Namen. Und dann nehmt ihr euren Zettel mit. Weil das muss jetzt erstmal relativ lange trocknen.
So, wir haben ja gerade gesehen, wir können da was mit Milch drauf malen und wenn man das lange trocknen lässt, kann man das eigentlich gar nicht mehr erkennen, was das ist. Aber dafür muss man es halt wirklich lange trocknen lassen. Und gleich werden wir das mal erhitzen. Mit Zitrone geht auch, aber Zitrone ist ein bisschen schwieriger. Also Zitrone funktioniert nicht so ganz gut. Man muss wirklich eine richtige Zitrone nehmen und keine so eine Dose oder so. Da funktioniert das nicht, weil das ist dann alles nur Chemie. Da muss man halt eine richtige Zitrone nehmen. Und dann werden wir das gleich einfach mal bügeln. Da können dann ein paar Kinder bei helfen. Gut, so, gehen wir mal weiter. Wir haben ja auch die Kryptologie. Kryptologie, wer von den Kindern kennt das Wort? Kryptologie. Ja? Kryptologie hat einfach was bedeutet, dass es etwas Sichtbares ist. Man kann es sehen mit den Augen oder man kann es auch hören, je nachdem. Und man muss irgendwas verschlüsseln. In dem Sinne, es ist sichtbar. Und wir können es hier kryptografisch quasi verschlüsseln. Das ist etwas, was wir machen. Und wenn wir etwas verschlüsseln, müssen wir es natürlich auch wieder analysieren. Da steht hier diese Kryptoanalyse. Krypto bedeutet so viel wie unkenntlich machen. Erstmal kommt aus dem Griechischen, einfach unkenntlich machen. Und wir müssen es also verschlüsseln und dann wieder analysieren. Das heißt, wir müssen es knacken. Bitte. Man kann das auch mit Zeichen machen. Da kommen wir auch noch. Bestimmte Zeichen bedeuten bestimmte Buchstaben. Genau, bestimmte Zeichen bedeuten bestimmte Buchstaben. Da kommen wir auch noch gleich zu, habe ich auch noch ein paar Sachen hier dabei, dass wir bestimmte Zeichen für bestimmte Buchstaben haben. So, dann, wenn wir verschlüsseln, ist genau der Punkt, wir können etwas substituieren, also ersetzen. Wir ersetzen bestimmte Zeichen durch andere Zeichen. Oder wir überlegen uns, dass wir etwas umsortieren. Also umsortieren, dass wir nicht mit A, B, C, D anfangen, sondern dass wir irgendwie sagen, jedes A wird als F geschrieben, zum Beispiel. Oder jedes I wird als K geschrieben. Das Problem ist, es müssen der Sender, also der, der die Nachricht rausschickt, und der Empfänger müssen das beide wissen. Und wenn das zwei Leute wissen, dann wissen das auch ganz schnell ganz, ganz viele Leute. Das ist das Problem. Hast du schon mal deiner Freundin oder einem Freund ein Geheimnis erzählt? Ja, ne? Und dann hast du festgestellt, dass plötzlich ganz viele Leute dein Geheimnis kennen, ne? Das passiert nämlich dann immer. Und das ist bei Geheimschriften, beim Entschlüsseln leider auch so. Was wir machen können, wir können Wörter ersetzen oder Buchstaben ersetzen. Wer kennt das hier? Das ist eine der ältesten wohl Geheimsprachen. Ja? Bitte. Morsezeichen. Und welche Morsezeichen kennst du? SOS. SOS. Was ist SOS? Also ein Hilferuf. Ist ein Hilferuf. SOS ist der Hilferuf bei der Seefahrt. Und wie wird der gemorst? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Genau. Und heutzutage kann man sich ja hier diese wunderbaren Taschenlampen kaufen. Manchmal schon mal ganz alleine. Genau, die machen das schon mal ganz alleine. So, na, sollten das eigentlich, genau. Ist das? Das ist nur flackern, genau. Und jetzt kurz, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz. Das ist jetzt ganz einfach. Das kann man also mit Licht machen. Man kann es aber auch mit Musik machen oder man kann es auch machen mit Ton. Aber man hat nicht immer Licht dabei. Kennt ihr das? Schon mal gehört? Ich bin kein Pianist. Kennt ihr das? Was ist das? Beethoven, genau. Und Beethoven? Wer ist Beethoven? Ein alter Mann, ja. Was hat Beethoven gemacht?
Er war ein Musiker, er war ein Komponist. Taub. Hä? Und taub. Naja, später war er taub. Am Anfang war er noch nicht ganz taub, aber irgendwann wurde er dann auch taub. Was hat das mit Morsen zu tun? Was hat das mit dem Morse-Alphabet zu tun? Überlegt mal, was hat das mit Morsen zu tun? Nicht? Kurz, 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 lang, lang. Kurz, 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 lang. Und jetzt gucken wir mal. Welcher Buchstabe ist denn kurz, 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 lang? Kurz, 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 lang. Welcher Buchstabe ist das? Du da hinten mit dem Herz auf dem T-Shirt. Das V, genau, das V hier, genau, V. Und was bedeutet dieses V? Warum hat man dieses V genommen zum Morsen? Kennt jemand die Geschichte? Nur für Kinder. Kennt jemand die Geschichte dazu? Im Zweiten Weltkrieg haben die Briten, die in England, die haben eine Radiosendung in Deutschland gemacht. Die haben Nachrichten nach Deutschland gesendet. Und die haben das immer mit dem angefangen. Das war immer, das angefangen hat und haben das V, das ist das V für Victory, für Sieg. Und damals, wenn man das hörte, wusste jeder, aha, da hört jemand den englischen Sender. Das war also auch so ein Geheimzeichen, dass man wusste, aha, das sind jetzt Nachrichten, die aus Großbritannien kommen. Man hat also überlegt, wie kann man bestimmte Sachen quasi kodifizieren, morsen, damit die Menschen, die zuhören, da einfach so ein paar Informationen bekommen. So, jetzt würde ich euch mal ganz kurz bitten. Ja, bitte. Eben, das ist auch die 5. Sinfonie von Beethoven. Also in dem Falle gibt es da eine Übereinstimmung, aber die Briten hatten das eindeutig mit der Victory von Winston Churchill in Verbindung gebracht. Ist es überliefert, ob Beethoven das bewusst sozusagen die 5. Wegen der V? Nein. Ist mir nicht bekannt. Ich glaube nicht, dass sich Herr Beethoven damit so beschäftigt hat. Da müssten wir einen Musikologen fragen in dem Falle. Ich würde jetzt mal bitten, schaut euch mal diese Tabelle an. Und wir haben jetzt hier ganz viele Pappkartons. Jedes Kind nimmt sich bitte einen. Schreibt seinen Namen drauf. Ja, aber in Morse. Okay. Schreibt euren Namen in Morse mal, ja? Da liegen Stifte. Dankeschön. Habt ihr jetzt alle euren Namen mal als Morse geschrieben? Wenn ihr das jetzt geschrieben habt, tauscht ihr mal mit eurem Nachbarn aus, mit jemandem, der euch nicht kennt, und dann schreibt ihr mal die richtigen Buchstaben darunter, ja? So. Liebe Kinder, könnt ihr jetzt alle das Morse-Alphabet? Nein. Nee, warum nicht? Genau, das ist ein Problem, genau. Wann hat man denn viel gemorst? Wann hat man denn viel gemorst? Weiß jemand, warum man das mit dem Morsen gemacht hat? Bitte schön. Ja, da auch, aber man hat vor allem auch früher in Amerika ganz viel gemorst.
wenn man die Telegramme geschrieben hat. Früher gab es etwas, das war ein Telegramm. Wenn ich jemanden in einem anderen Land informieren wollte, dass ich morgen komme, schreibe ich heute eine E-Mail. Früher ist man zur Post gegangen. Vielleicht erinnern sich noch einige Leute daran an Telegramme. Wir sind dann zur Post gegangen und dann haben die dann sozusagen das übersetzt in Morse-Alphabet und haben das ganz weit weg hingeschickt. Und auf der anderen Seite kam das Morse-Alphabet an und dann ist dann jemand los und hat das die Übersetzung wieder abgeliefert. Früher wurden also auch die Züge in den USA, gibt es große, lange, viele, viele Züge, die wurden angekündigt mit Morse-Alphabet, wann die abgefahren sind, wann die weitergefahren sind. Das war also eine Möglichkeit, dass man relativ schnell über akustische Merkmale oder über Lichtimpulse, akustische Merkmale, also über das, was man hört, dass man dann Informationen weitervermitteln konnte. Und das war natürlich erstmal ein großer Fortschritt. Aber was jetzt kommt, ist wieder etwas anders. Wir haben hier zum Beispiel die Cardano-Verschlüsselung. Was steht da? Das kannst du lesen. Lies mal laut vor. Die gefährlichen Nachbarn wohnen nicht mehr nebenan im Haus. Genau, das ist ein ganz normaler Satz, ne? Die gefährlichen Nachbarn wohnen nicht mehr nebenan im Haus. Aber was bedeutet das? Welche Nachricht willst du mir damit sagen? Also ich kann sagen, G oder H. Gucken wir mal ganz kurz. Ach so, das ist hier das Teil. So, da hat man eine Schablone. Eine Schablone, das ist so etwas hier. Da hat man eine Schablone, die man da drauf legt und dann kann man das eigentliche Wort, was man jemandem vermitteln will oder die Sätze, kann man sozusagen dadurch highlighten. Also wenn wir beide dieselbe Schablone haben, hier steht, was ist das Wort, was ich sagen will? Geheimnis. Geheimnis, genau. Und wenn ich diesen Satz, den ich hier vorher hatte, wenn ich diesen Satz nehme, weißt du natürlich nicht, was ich sagen will. Das ist einfach irgendein Satz. Und da kann man das mit einer Schablone drauflegen. Natürlich muss dein Freund dieselbe Schablone haben, um das entziffern zu können. Die andere Variante ist zum Beispiel der Winkel- und Kästchencode. Winkel- und Kästchencode. Jetzt seht mal, guckt mal hier, das ist das ganze Alphabet, was wir hier haben, ja? A, B, C, D, E, F, G, H, I, dann J, K, L, M und dann bis zum Ende geht's weiter. So, wie macht man das jetzt? Wenn ich Kreide habe, dann kann ich das auch kurz zeigen. Da ist die Kreide hier, gut versteckt. Was man machen kann, wie würde man das C schreiben im Winkelcode? Was denkt ihr, wie würde man das C schreiben? Bitteschön. Genau, so, diesen Winkel, C. Und dann H wäre das. Was ist das R? Ja? Ein komplettes Quadrat. Und? Ein Punkt. Aha. Und das I, wo haben wir das? Ja? So ein Winkel, genau. Und das S, wo haben wir das? Ja? So ein Winkel und ein Punkt. Und ein Punkt, genau. So, den Punkt hier. So, jetzt habt ihr ja alle noch einen Stift und habt alle noch ein Dings. Jetzt schreibt ihr mal euren Namen in Winkelschrift. Ja? Schreibt mal euren Namen in Winkelschrift darauf auf. Oder den Namen von der Mama, von dem Papa. Schreibt den mal einfach auf. So. Wir machen jetzt eine kurze Pause und ich schließe jetzt das Bügeleisen an. Moment, Moment. Ich schließe jetzt das Bügeleisen an. Ich hoffe, der Sicherheitsdienst kriegt das nicht mit. So, warten wir erstmal, bis das ist warm. Oh, das ist gute Qualität, das ist warm. Wer möchte mal zuerst gebügelt werden? Kommt einfach mal vorbei zum Bügeln. Bügeln wir mal hier.
Kann man nichts lesen, hat nicht funktioniert. Mal gucken, bei wem es funktioniert. Ja, hier hat jemand richtig gut Milch genommen. Hier hat jemand richtig gut Milch genommen. Da. Da sieht man es. Richtig viel Milch. So. Während Dr. Lou jetzt ein bisschen weiter bügelt, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mit euch Geheimschriften üben. Geheimschriften werden immer komplizierter. Geheimschriften, es geht ja auch darum, dass man etwas in Computern und so weiter Geheimnis machen kann. Es gibt natürlich Computerprogramme, aber Computerprogramme kann man genauso gut knacken. Und jetzt gibt es hier zum Beispiel diese Polybus-Quadratschrift. Die kannst du auch selber ohne Computer machen. Schaut euch das mal einfach an. Oben steht 1, 2, 3, 4, 5. An der Seite 6, 7, 8, 9, 0. Ja? Und in der Mitte ist das Alphabet. Wenn ihr euch das Alphabet anschaut, was fällt euch auf bei dem Alphabet? Was fällt auf? Warte mal. Was fällt bei dem Alphabet auf? Ja? Bitte schön? Ja? Bitte? Manche sind vertauscht. Nee, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Was fällt bei dem Alphabet auf? Ja? Das J fehlt, genau. Das ist das Problem. Also, man kann hier einfach kein J haben. Es gibt viele Sprachen, die haben kein J, die nehmen einfach nur das I, das heißt, man muss ein bisschen halt überlegen. Aber wie kann man daraus eine Geheimschrift machen? Man muss sich einigen, welche Nummern da oben stehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das ist ganz einfach. Man kann aber auch eine andere Nummernfolge nehmen. Man kann zum Beispiel seine Telefonnummer nehmen oder sonst was. Was man jetzt tut, man fängt erst von links an mit der Zahl und dann von oben. Und jetzt habe ich hier unten ganz viele Zahlen stehen. 6, 4, 9, 2, 6, 3, 7, 3, 9, 2, 7, 4, 9, 3. Und das ist etwas, was man jetzt stückchenweise auseinandernehmen kann. Wir wissen ja immer, es sind zwei Nummern, die zusammengehören. So. Also ist es 64, 92, 63, 73, 92, 74, 39. Was heißt das jetzt? Wer kann das mal ganz schnell entziffern? Warte mal, einen Moment, warte mal, die anderen müssen auch nachdenken. Schreibt mal alle kurz auf, was da steht. Was steht hier? Das können wir jetzt mal alle entziffern. 64, 92 und so weiter. Nee. Was ist denn der erste Buchstabe hier? D? Ja? Aber ich habe die Lösung schon mal hingeschrieben. Die habe ich auch schon mal hingeschrieben. Das ist nämlich auch ganz einfach. Was steht da? Dr. Chris. Ich habe Du hast Dr. Chris rausbekommen. Ey, super. 6, 4, ja, also 6, 4, genau, ja, und du hast es auch rausbekommen, klasse, ihr seid richtig Geheimcode-Knacker, super, super. Jetzt kann man natürlich auch das Ganze mit Wörtern machen, zum Beispiel man kann ein Wort hier schreiben, man kann hier zum Beispiel auch einfach Wörter schreiben. Also ich habe jetzt hier einmal super und da oben auch super geschrieben. Und man braucht sozusagen ein Wort mit 5 Buchstaben oben und an der Seite oder man braucht ein Wort mit 10 Buchstaben.
Hat jemand mal ein Wort mit 10 Buchstaben? Wer kann mal ein Wort mit 10 Buchstaben raussuchen? Nein. Überlegt mal ganz kurz. Mein Name hat nur 9. Dein Name hat nur 9. Wir brauchen aber etwas mit 10 Buchstaben. Wer hat denn ein Wort mit 10 Buchstaben? Ja, da hinten. Moment. Bibliothek. Bibliothek, genau. Da kann man nämlich hier an der Seite dann, statt super, super, schreibt man hier Bibliothek dahin, zum Beispiel. Dann hat man einen anderen Code. Das heißt, ihr und ich müssen wissen, was ist in dem blauen, was steht in dem blauen drin? Was steht in dem blauen Kästchen drin? Das ist das Wichtige. Und jetzt haben wir es hier auch nochmal ganz einfach. Also auch wieder von rechts, also von der linken die Seite und dann oben die Seite. Und hier läuft das genauso. Se, us, pu, e, u, e, p. Auseinandergenommen. Wieder Dr. Chris. Genau, ist genau dasselbe, ganz einfach. Jetzt probiert doch bitte mal euren Namen bitte auch mal als binären Code hier mit Buchstaben zu schreiben. Probiert das auch mal euren Namen so hinzuschreiben. Mats. Ja. Genau. So. Und so kann man ganz gut viele Sachen machen. Es muss nicht immer nur hier super stehen. Wir können 2 verschiedene Wörter A5 Buchstaben nehmen. Oder was aber gut ist, wenn man einfach ein langes Wort mit 10 Buchstaben hat. Oder wenn man zum Beispiel, was ich immer ganz gerne mache, ich benutze Wörter aus einer fremden Sprache, die nur zum Beispiel Herr Dr. Lu und ich kenne. Wir sprechen Chinesisch zusammen. Dann nehme ich chinesische Wörter, schreibe die an die Seite und er und ich weiß genau, was da steht. Und so können wir dann halt genauso entziffern hier, wie wir das machen. Die Geheimschrift ist halt ganz, ganz wichtig, dass der Sender und der Empfänger, also die Person, die etwas wegschickt und die Person, die etwas bekommt, sich auf dieses selbe Codewort hier bezieht. Das müssen wir erstmal wissen. So, wer kann das entziffern? Ihr seid alle total fit, ne? Wer kann das jetzt bitte entziffern? Genau, hier ist es einfach, ganz einfach, wieder andersrum. Was man aber auch machen kann, es gibt die sogenannte die Cäsar-Verschlüsselung, das sind 2 Scheiben mit Alphabet. 2 Scheiben mit Alphabet. Und jetzt muss man überlegen, die äußere Scheibe ist die Scheibe, die man nicht bewegt. Die innere Scheibe ist die Scheibe, die man bewegt. Also, du heißt Charlotte, ne? Ja. Genau, jetzt schauen wir mal einfach unter C, hier oben nach C. Und jetzt drehe ich das ein Stück und jetzt sage ich C gleich W. Und jetzt bewege ich das Ganze nicht mehr. Was? C, W sind deine Initialien. Gut, aber dann nehmen wir mal X. So. Jetzt haben wir gesagt, C gleich X. Hat das jeder gesehen? C gleich X. Und jetzt haben wir das H. H gleich C. Wenn wir C gleich F machen, dann können wir es alle gut lesen. Alles klar, okay. Stimmt, das ist eine gute Idee, danke. C gleich F. C. Wo ist denn das F? Ach, das ist der Buchstabe, gut. C gleich F, das ist hier, genau. C gleich F, genau wie das hier oben ist. C gleich F. Und was ist das H? Ja? Gleich K. Gleich K. Und A?
Da hinten. Ja, und R. Das R. Ist das U. Ne? So, aber wo ist das Problem? Das Problem ist, dass dein Freund, der das lesen soll, nicht unbedingt weiß, welcher Buchstabe ist. Man muss ja gerne drauf können, ein Buchstaben, der stimmt, zum Beispiel C gleich. Nee, da gibt es noch ein paar andere Tricks, machen wir noch. So, ich habe jetzt für 30 Kinder so eine Cäsar-Verschlüsselung dabei. Könnt ihr zu zweit zusammenarbeiten und euch euren Namen bitte schreiben, ja? Zwei Kinder, eine, ja? Machst du mit Charlotte zusammen, oder? Du bist fertig. Einfach mal weitergeben, dass du das so ein Stück verteilen, dass alle Kinder zu zweit so eine Cäsar-Verschlüsselung haben oder zu dritt. Und dann schreibt ihr bitte nochmal gerne euren Namen oder den Namen von der Mama. Zwei Kinder zusammen, wenn es geht, bitte. Hier noch, da hinten gibt es auch noch ein paar Kinder. Ich darf mal fragen, was ist denn das Q? Welcher Buchstabe ist das Q? Ein N, genau. Also, wissen wir jetzt immer schon, EN, N, genau. Und jetzt können wir das, wenn wir das weiter entschlüsseln, können wir dann sagen, das ist der Text, den wir geschrieben haben. Nachricht erhalten, werden Cäsar-Verschlüsselung verwenden. Das ist super lang, ein Text, aber das ist halt, das kann man nur, wenn es lange Texte sind, kann man nur erraten, was ist zum Beispiel die meistgebrauchtesten Buchstaben. Und im Deutschen, die meiste Kombination ist immer EN hinten. Da haben wir ganz viel EN, ES oder sonstige Sachen haben wir denn da. Und da können wir natürlich wunderbar so Sachen mit dieser Cäsar-Verschlüsselung, können wir diese Sachen wunderbar benutzen. Jetzt gibt es etwas, das ist das Fingeralphabet. Fingeralphabet, da habe ich hier, Dr. Lu, würdest du das mal verteilen? Lu Xuanhe, kannst du mal verteilen? Ich habe hier zwei Sachen mit Fingeralphabet, zwei Seiten. Für jedes Kind, das dürft ihr mitnehmen. Ich darf auch mal hier weiter reingeben. Wenn ihr mal hinguckt hier, seht ihr Finger. Guckt mal auf meine Finger. Das ist D. D wieder. D und R. R, genau. D, R. Und jetzt kommt ein neues Wort. Probiert mal mitzumachen. C. H. H. Anders. Genau. H. I. Oh, Entschuldigung, ich habe das R vergessen. Entschuldigung. R. I. S. S ist so. Da sind noch ein paar. Erik, da. Also. Das ist auch eine total gute Geheimschrift. Hier haben wir nämlich, wir ersetzen die Buchstaben durch Zeichen mit der Hand. Und wisst ihr, wann ihr die gebrauchen könnt? Wann kann man die gut gebrauchen? Wenn ihr miteinander sprecht oder wann ist es noch sinnvoll? In der Schule, wobei? Beim Schummeln, danke. Danke, Oma, beim Schummeln ist das gut, weil es gibt doch ganz häufig so Fragen zum Ankreuzen. Da gibt der Lehrer eine Frage und dann gibt es dann A, B, C und D. Ne? Da kann man das dann ankreuzen. Oder wenn du vergessen hast, wie eine Vokabel heißt, kannst du dann deinen Freund neben dir fragen und der kann dann so irgendwie so A, C, H, E, N. Das wird dem Lehrer nicht auffallen.
absolut idiotensicher, ich garantiere es euch, ich hoffe, hier sind jetzt keine Lehrer dabei. Es funktioniert, so habe ich es durch die Schule gebracht. Damit, mit diesem Zeichen. Dieses Alphabet, was wir hier haben, wird von gehörlosen Menschen auch benutzt, um miteinander zu kommunizieren. Also wenn ihr Freunde habt vielleicht, die gehörlos sind, die taubstumm sind, könnt ihr mit denen auch so telefonieren. Mit denen so kommunizieren, nicht telefonieren. Schaut nochmal, wir machen das mal gemeinsam mit dem Alphabet. Schaut mal meine Hände an, ihr könnt Hand gucken und hier unten auch das, was ich euch mitgebe. Das ist A. Ich mache es mit beiden Händen, ihr macht es nur mit einer Hand. Ich kann es mit beiden Händen machen. A, B, ihr müsst immer nach außen, also der Gegenüber muss ja sehen können. B, C, D, E, F, G, ist wie eine Pistole, ja, genau. G, H, I, J. Da hast du dein J, ne? J, K, K ist immer ein bisschen kramen. K, der Finger muss so ein bisschen raus. K, genau, K. L, M, das sind drei Buchstaben, also drei so Bögen. M, N, ne, du musst den Daumen in die Hand tun. M, ja, M, das sind drei und dann N, zwei. N, O, P, Q, Q, R, S, T, T wird meistens so oder so, es gibt zwei Varianten, T, genau, wie geht's weiter, U, V, W, X, das Y haben Sie hier gemalt, X, Entschuldigung, X, Y, Z, Z, einfach nur Z wird gemacht. So, und ich buchstabiere jetzt mal, was soll ich denn mal buchstabieren? Wie heißt denn du? Aaron. Aaron, ich buchstabiere mal Aaron, mit einem A oder mit zwei? Zwei. Mit zwei A wird Aaron geschrieben, wunderbar. Schaut mal ganz kurz, A, A, also wenn ein Buchstabe wiederholt wird, zieht man den einfach nur runter. A, A, R, O, N. Drunter, N. Also A, A, R, O, N. Genau. Probiert doch mal kurz euren eigenen Namen zu buchstabieren. Schaut mal drauf, du kannst ja nur einen Teil nehmen. Mal probiert mal euren eigenen Namen zu buchstabieren. Du bist Finn, ne? Finn. Guck, Finn. F. So, und guckt bitte noch mal ganz kurz, wenn jemand ein Ü oder ein Ä oder ein Ö hat im Namen, oder das braucht man ja im Deutschen, Ü, Ö und Ä, kann man das nämlich folgendermaßen machen. Ü, also das U, so, Ü. Zweimal, genau so. Und das Ä macht man einfach so. A plus zwei Punkte. Und Ö macht man dann Ö. Ö. Und jetzt buchstabiere ich mal was. Und ihr sagt mir, was ich buchstabiere, ja? Was ist das? D. Ja, S. A.
Richtig. D. T. Das ist Darmstadt. Das bedeutet also, man weiß schon, was die Kinder hier gerade richtig gemacht haben. Wenn das halbe Wort fertig ist, kann man das ganze Wort meistens sofort erraten. Darum kann man das üben und das geht sehr, sehr schnell. Wenn ich zu Hause mit meinem Bruder rede, dann machen wir das immer ganz schnell. Dann läuft das so. Könnt ihr alles üben? Ich habe gerade gesagt, Darmstadt ist eine schöne Stadt. Die richtige Gebärde für Darmstadt, es gibt auch eine Gebärde für Darmstadt, ist Darmstadt. Darmstadt. Genau, Darmstadt. Aber das ist ein gutes Alphabet, wenn ihr mal irgendwann Englisch in der Schule lernt zum Beispiel und ihr habt im Vokabeltest vergessen, wie was geschrieben wird, dann macht das einfach. Die Lehrer wissen nicht, was das ist. Das ist halt so ein bisschen so. Und wenn man das gut übt, ich hatte ein paar Klassenkameraden, mit denen konnte ich das richtig gut und schnell machen. Und so haben wir auch unsere Mathe-Klausuren bestanden. Ich bin eine Nulpe in Mathe, Entschuldigung. Das ist keine Entschuldigung für euch, dass ihr schlecht in Mathe seid. Ihr müsst gut in Mathe sein. Ich bin gut in Mathe. Sehr gut. Seid bitte weiterhin gut in Mathe. Das ist sehr, sehr wichtig. So, und jetzt gibt es noch, da habt ihr auch auf der Kopie auf der anderen Seite, aber bevor ihr guckt, guckt ihr erstmal hier hin. Es gibt noch sogenannte Waldläuferzeichen. Waldläuferzeichen sind Zeichen, die man im Wald findet, die benutzen vor allem Pfadfinder, wenn sie durch den Wald gehen. Und da kann man auch so Geheimschriften irgendwie auf die Erde malen, zum Beispiel mit einem Stock oder Stöcke lesen. Und hier das Zeichen bedeutet, im Umkreis von 2 Metern ist ein Brief, ist eine Nachricht. Im Umkreis von 2 Metern ist eine Nachricht. Das sieht aus wie so ein Brief, wie so ein Briefumschlag und da unten steht ein 2 drin. Jetzt haben wir auch noch ein paar andere Zeichen, ganz viele. Ich habe nur ein paar rausgesucht. Was bedeutet das Zeichen denn? Nicht nachgucken, selber wissen, nicht nachgucken. Nachgucken kann ich auch. Wer hat noch nicht geguckt? Wer weiß, was das Zeichen bedeutet? Tisch? Nee, leider nicht. Tisch brauchen wir im Wald nicht. Das heißt, für die Erwachsenen, wir nannten das früher Donnerbalken, heute heißt das sonst Toilette, WC. Das ist ein Balken, wo man sich draufsetzen kann. Und manchmal braucht man im Wald ja nun auch was. Ne? Das ist völlig normal, ein Waldläuferzeichen. Und das hier, ja? Der Lagerplatz, das ist ein Zelt hier, ein kleines, ach so, ich habe das ja hier. Das ist ein kleines Zelt, hier ist in die Richtung. Hier ist auch eine Richtung angezeigt, aber da gibt es Hindernisse, das ist ein schwerer Weg. Vielleicht ist da ein Bach dazwischen, vielleicht ist da ein Stein, ein höherer Stein, vielleicht liegen da einfach verschiedene andere Sachen. So, und jetzt guckt doch mal nach, was steht hier, was ist das Zeichen bei euch auf dem Dings, auf dem Papier? Hm? Gegengesetzte Richtung. Also, der Pfeil steht zwar nach da und alle normalen Leute würden nach da gehen, aber ihr wisst, ihr müsst nach da gehen. Entgegengesetzte Richtung, ja? Und dann haben wir das noch, und das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Das findet ihr häufiger, wenn ihr darauf achtet im Wald. Das findet ihr wirklich häufiger auch. Hier oben ist es mir schon in Darmstadt aufgefallen. Das bedeutet Gefahr. Da sollte man schon durchaus drauf achten, auf dieses Zeichen. Ja, jetzt haben wir heute sozusagen, wir kommen zum Schluss, wir haben uns heute damit beschäftigt, wie man verschiedene Arten von Geheimkommunikation machen kann. Das war jetzt heute ein kleiner Einstieg. Es gibt noch viel, viel kompliziertere Geheimschriften. Zum Beispiel diese Cäsar-Verschlüsselung, die ihr hier habt, die kann man von so groß bis so klein machen, bis über 26 verschiedene Stufen. Die Älteren wissen vielleicht das mit dem Enigma, kennen das vielleicht, aber das sind 26 Stufen. Im Endeffekt läuft das nach demselben Prinzip.
Wenn man also noch eine größere Scheibe hat, noch eine größere Scheibe, noch eine größere Scheibe. Und dann wird das extrem schwierig, etwas zu entschlüsseln. Wenn ihr Zeit und Lust habt, müsst ihr euch mit diesen ganzen Geheimschriften einfach gut beschäftigen, weil Geheimschriften ist unter anderem das, womit Wissenschaftler sich sehr, sehr viel beschäftigen. Zum Beispiel die Kryptologie wird für Cybersicherheit gebraucht, also für Computersicherheit. Ihr geht ja alle schon mal aufs Internet, oder? Alle haben schon mal irgendwie Zugang zum Internet, gucken mal ein bisschen drauf. Aber da braucht man natürlich auch Sicherheit und da gibt es Codes, die man braucht. Und deswegen ist es relativ wichtig, dass man sich mit Geheimsprachen auseinandersetzt. Geheimsprachen, die ich heute gezeigt habe, waren sehr, sehr einfache Geheimsprachen, die man als Kind auch gut brauchen kann. Probiert sie einfach aus. Ich habe euch zwei Geheimsprachen halt kopiert. Das ist einmal, ich darf mal kurz, ist einmal dieses Fingeralphabet, was man gut nutzen kann. Und einmal hier auch das Waldläuferalphabet. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Die, die noch Fragen haben, können mir jetzt noch Fragen stellen. Die Kinder, die jetzt nach Hause gehen wollen, können nach Hause gehen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mir alle die Cäsarscheibe bitte wieder zurückgebt, weil das war sehr viel Arbeit, die herzustellen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.